So, heute möchte ich euch einen weiteren Knoten zeigen, und zwar den Hasenohrknoten. Ist auch ein sehr interessanter Knoten. Dafür nehme ich mir wieder etwas Seil doppelt und beginne jetzt wie mit dem Achterknoten. Also ein Auge, gehe einmal rum. Wenn ich das jetzt hier durchstecke, habe ich meinen Achterknoten. Ich stecke aber nicht die Schlaufe durch, sondern ich stecke einfach die zwei Stränge durch und die Schlaufe klappe ich oben drüber. Hier ist die Schlaufe, die ich drüber geklappt habe. Die lege ich oben hin. Und jetzt seht ihr, ich habe einen Achterknoten mit zwei Ohren. Deshalb auch Hasenohrknoten. Warum das hier oben ist, ist ganz einfach. So kann ich mir die Ohren verstellen. So weiß ich immer, wo der Strang ist, an dem ich ziehen muss. Und was ich mit diesem Knoten alles machen kann, das habt ihr entweder bei mir im Kurs schon erfahren oder ihr kommt zum Kurs und erfahrt es dann.